Hallo ihr Schnuckis, letztes Video habe ich ja Seifenblasenpapier gemacht und das ist daraus geworden. Ich fand, das sah so sehr nach Schnee aus und wenn man hier unten an dem Rädchen dreht, kommt da oben ein kleiner Schneemann raus. Ich drehe das mal so. Ja, der macht da Schneeengelchen und der ist ja vorher hochgelaufen. So, wie man diesen Mechanismus macht, das zeige ich euch natürlich jetzt. Ist klar, ne? Und zwar habe ich eine kleine Materialschlacht für euch. Es sieht jetzt viel, viel mehr aus, als es ist. Wichtig sind erst einmal drei Brads, die man braucht. Also egal welche Farbe, die werden nachher nicht gesehen. Dann braucht man ein Stück, ich weiß es nicht, das wird wahrscheinlich nachher noch gekürzt. Ich hatte hier noch so ein Reststück übrig. Das ist auch egal, welche Farbe das hat. Das sieht man auch nicht. Sollte ein bisschen fester sein, ein bisschen stabiler. Das ist jetzt nur, ja, knapp 11 mal 2 cm. Breite ist, glaube ich, okay. So Länge gucken wir gleich. Das kommt dann drauf an. Das ist ein Hilfsmittelchen. Das ist einfach nur so ein Stück Schaumstoff mit einem Loch drin und eingeschnitten. Es ist nur ein kleiner Abstandshalter. Das braucht ihr im Prinzip auch nicht, wenn ihr es nicht habt. Dann habe ich mir zwei Kreise ausgestanzt. Die werden übereinander geklebt, damit das halt auch schön stabil ist. Das wird das Rädchen, ne, von hinten dann ein bisschen schöner. Könnte man auch so lassen. Ja. Ich brauche es stabil. Dann natürlich ein Spruch. Ach so, Kreise, ne? Durchmesser sind 9 cm. So. Dann habe ich, ja, Deko. Das ist das, was oben rauskommt. Das habe ich mir schon mal zurechtgestanzt. Und ja, dafür habe ich mir einfach beide übereinander gelegt. Hier die Stanze drauf gemacht. Hier unten einmal fixiert. Und dann ausgestanzt. Und dann lasse ich das so, weil ich gerne einen Rand haben möchte. Deswegen klebe ich das dann nachher so oben drauf. Und dann habe ich hier so einen kleinen Rand. Und das ist das, was nachher hochfährt. Deswegen ja auch hier dieser schöne Spruch. Hier kommt die Flaschenpost. So. Dann habe ich noch einen Kreis für Festklebsachen. Der ist jetzt 2 Inch groß. Könnt aber auch ein Viereck nehmen oder was ihr da habt oder einen Rest irgendwo. Das ist völlig egal. Und halt noch ein Stück. Ja, das ist ja auch mein Seifenblasenpapier. Und das kommt vorne drauf. Und da kommt dann der Spruch drauf. Mal gucken, wo ich den hinklebe. Und ja. Das ist das. Ich könnte das natürlich auch so machen, ne? Dass man dann hier dreht und dann kommt dann da die Flasche raus. Ist aber, glaube ich, blöd beim Halten, ne? Ne, ich bin, glaube ich, mehr der nach oben Fahrer. Ist auch blöd, weil ich das hier da oben hingestempelt habe, sodass es liegt. Ja, das kann man sich auch vorher überlegen. Ist ja egal, in welche Richtung das Ding rausfährt. Achso, das hier hat die Breite von 9,4 cm. Und die Höhe kann ich jetzt auch nicht so sagen. Das wird auch noch angepasst. Ich sag mal grob, ja, 9,5 bis 10 cm. Das, wie gesagt, wird nachher alles angepasst. Und dann natürlich das Grundding. Das ist ein ganz normaler Karten-Dingsbums, also 21 mal 14,8 Kartenrohling. Ungefalzt, weil der wird anders gefalzt als die anderen Rohlinge, weil ich ein bisschen Höhe brauche, damit die Brads auch vernünftig da drin sind. So, womit fangen wir denn an? Ja, ich glaube mit Falzen. Das ist ja nicht viel. Und zwar wird da gefalzt einmal bei 1 cm, bei 1,5 cm, bei 11 und bei 11,5. Mehr Falzarbeit ist nicht. Dann so, kann man auch schon aufkleben. Ich überlege gerade, auf welche Seite ich das mache. Ich klebe es hier hin. Und zwar hier mein Duspo. Ja, es ist ein bisschen gewellt durch die Feuchtigkeit. Ich glaube, wenn man es föhnt und dann unter ein schweres Buch oder sowas legt, dann ist es cool. Dann wälzt sich das auch nicht so. Aber es ist halt mit Wasser behandelt, ne? Das merkt man dann immer, wenn es gewellt ist. So. Also alle Maße und Falzungen und so kommen wie immer unten in die Infobox, falls ihr da jetzt keine Lust hattet mitzuschreiben. Und warum ist das Ding viel zu breit? Ich jetzt hier falsch gefalzt.
Nö, ich habe, glaube ich, hier einfach zu wenig abgeschnitten. Held der Arbeit. Aber ist das... Moment. Das müsste aber passen. Jo, das sind 21. Und das ist ja 9,5. Das sollte nur 9 sein. Ja. Da denkt man, ist man super vorbereitet und dann kommt sowas. Sind wir jetzt durch. Also einmal bei 9 cm. Habe ich eigentlich gesagt, wie groß das sein soll? Ich glaube nicht, ne? 14,3 mal 9,7. Da sage ich gerade was. Ich bereite noch mal was vor. Ja. Komm her. Gut, dass der Kleber so schnell trocknet, dann klebt das da nicht mehr. So, ich glaube, das ist jetzt schief geworden oben. Nehmen wir das mal. Ja, das ist leicht schief geworden. Nicht viel, aber leicht. Und das hat mein Falzbrett nicht geschafft, dann muss ich nochmal mit der Schere nachgehen. Ja. Ich darf keine Prototypen mehr basteln, danach geht im anderen Video immer alles schief. Der Prototyp lief super. Nachdem ich erstmal mir da zurechtgemurkst habe, was ich da machen will. So. Jetzt. Also, ich kann es heute nicht. Gut, dass ich Flüssigkleber genommen habe. Da muss ich über die kleinen Dinge des Lebens freuen. So. Das hier kann ich auch schon aufkleben, wenn ich das will. Ich glaube, hier ist ganz cool. Ich habe das hier am Rand mit Pink noch ein bisschen distressed, weil ich das ganz schön fand. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Oh, ein bisschen. Also das habe ich distressed und hier habe ich auch außenrum ein bisschen Farbe gemacht. Und regt euch nicht über meinen Nagel auf. Der ist mir abgebrochen, weil ich zu doof war. Und blöd abgerutscht bin. Passiert. So, hier kommt Forscherpost. Dann können wir das hier auch schon mal knicken. Und hier bei dem 1 cm mache ich mir schon mal Klebeband drauf. Und zwar hier schön an der Falz lang. So. Aber noch nicht zusammenkleben, weil es muss ja erst das Innenleben rein. So. Legen wir das erst einmal zur Seite, dann klebe ich mir erst einmal das hier fest. Ja, es ist ein bisschen... Ja, hier habe ich koloriert die Flasche. Und dann hat das ein bisschen durchgedrückt. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil, wenn man da sowieso noch was hinterlegen will. So. Und die beiden Kreise klebe ich auch noch zusammen. So,
wenn das alles geklebt ist, habe ich mir von den Kreisen, das ist eine Stanze für die Big Shot, habe ich natürlich keinen Mittelpunkt. Ne? Wenn ich mir das mit dem Zirkel aufzeichne, habe ich einen Mittelpunkt. Da habe ich mir hier noch so aus Kopierpapier einen zurecht ausgestanzt, den einmal in der Mitte geknickt und dann auf dieser Falz nochmal so geknickt. Und dann habe ich genau meinen Mittelpunkt. Ja, hier steht drauf, welcher Kreis das ist. Bin ja nicht doof. Muss ich mir ja nicht nochmal raussuchen. So, und dann lege ich mir den hin, nehme mir meinen Pika und mache hier genau in der Mitte ein Loch. Ne? Da, wo sich die beiden kreuzen, da ist natürlich der Mittelpunkt des Kreises. Und dann, weil meine Stanze da nicht hinpasst, wenn ich das hier so durchschiebe, Ende, nehme ich mir einfach nur das Ding hier und schiebe mir hier, mache mir hier so ein Loch rein. Und dann suche ich mir ein anderes Werkzeug, was ein bisschen breiter ist und mache dann da auch ein Loch rein. Man muss halt ein bisschen gucken, wenn man kleinere Brads hat, müssten auch ein kleineres Loch reichen. Ich möchte halt, dass sich der Brad da drin drehen kann. Ne? Und ohne dass, also nur, dass die Scheibe sich dreht und nicht der Brad, weil der Brad festgemacht wird. Und das ist immer noch zu klein. Und ich habe festgestellt, ich habe hier so einen Pinsel und genau das Ding passt genau mit der Größe für den Brad, damit sich die Scheibe dreht und nicht der Brad. Und jetzt habe ich hier hinten so ein bisschen Huckel. Ja, kann man noch dran lassen. Das stört jetzt nicht wirklich. So, aber manchmal hat man so Empfindungen und sagt, nein, das muss jetzt anders sein. So, dann nimmt man sich hier sein Kärtchen und guckt sich das einmal an. Und zwar muss das hier genau reinpassen. Ich muss, glaube ich, noch einen Millimeter kürzen. Ja, also je besser das hier zwischenpasst, desto gerade lässt sich das schieben. Das sieht man hier an der Karte. Da habe ich nämlich ein bisschen Platz gelassen und deswegen ist das am Ende irgendwie immer ein bisschen schief. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist, dass es daran liegt. Nee, anscheinend nicht. Aber es ist egal. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es daran liegt und deswegen muss ich hier noch ein Millimeterchen abschneiden. Das mache ich jetzt mal mit der Schere. Jetzt gucke ich mal, wenn ich das hier hochklappe. Doch, das passt. So. Dann gucke ich, wie weit mein Rad rausragt. Ich finde, so passt das. Kann man sich dann auch hier so zuklappen und dann sieht man, wie weit es rausragt. Ne? Man muss halt ein bisschen gucken. Je weiter man das rausragen lässt, desto problematischer ist es, den anderen Brett hier reinzusetzen. Das seht ihr gleich, das zeige ich euch noch. Also so reicht mir das. Und dann lege ich mir das so hier hin. Ja, unten drunter macht mehr Sinn. Und markiere mir das, wo das hier aufhört, ne? Weil das wird ja nach oben gezogen. Deswegen muss das dann auch nur diese Länge haben. Hier ist ein Stück. Ja, okay, ungefähr bis zu meinem DSP. Da kann ich das auch so abschneiden. So. Und da mache ich mir dann auch ein Loch rein. Mittig. Ich versuche es mittig. Ich markiere mir das, glaube ich. Vielleicht lag es auch daran, dass es ein bisschen schief ist beim Rausnehmen bei mir. Ich weiß nicht. 9,4. Was habe ich denn da vorhin mal gemessen? Bleistift. Bleistift. Ich habe doch vorhin einen gehabt. Ich habe eigentlich Unmengen Bleistifte, aber irgendwie sind die alle weg. So, 9,4, 3,7. Nein. Doch. Nee. 4,7. Was rechne ich denn hier? So. Sieht man natürlich nicht.
Sie mir mehr Strich machen, das ist auch egal. So ungefähr. Das ist weiter links. Und dann mache ich mir da ein Loch rein. So schön am Rand. Und auch da vergrößere ich mir das dann mit meinem Pinsel. Da. Mit meinem Pinsel. Ein bisschen vorsichtiger, weil ja am Rand weniger. So. Das hat jetzt auch weniger Erhebung, weil ist ja schon ein Loch drin. Deswegen muss da nirgendwo das Papier hin. Und dann ich da mein Brett reinschiebe, dann dreht sich das hier wunderbar. Und dass der Brett sich dreht, obwohl das da okay ist, dass der Brett sich drehen würde. So. Da einmal ein Loch. Und dann lege ich mir das wieder hier hin. So. Und dann mache ich hier auch noch ein Loch. Ich möchte nicht unbedingt, dass man den Brett hier unten rausragen sieht. Deswegen lasse ich den hier. Je weiter unten man den setzt, desto höher kann man die Karte nachher schieben. Aber hier ist okay. So. Ist nicht Stimmtag. Auch mal wieder ein großes Loch draus machen. Und dann nehme ich mir das hier, mache hier auch ein Loch. Nö, das braucht man nicht vergrößern, glaube ich. Und mache das einmal etwas rund. Das ist aber nur Spielerei. Also ich glaube, das braucht man gar nicht. Aber ich will das. So. Und jetzt zeige ich euch mal den Mechanismus dahinter. Und zwar wird das hier oben auch noch gelocht. Und dann wird das mit Brads verbunden. Und wenn ich dann das Ding hier drehe, also schiebt das, das ist ja doof, ne? Ne, das wird nach unten und das geht dann so nach oben. Ne? Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich zeige euch das ja auch gleich nochmal. So, was ich jetzt jedenfalls mache, ist das nach unten legen, die Karte rausgucken lassen. Das lege ich mir hier oben drauf, so wie es sein soll. Und dann zeichne ich mir das an, wo das Loch hin muss. Deswegen lasse ich das immer ein bisschen länger, weil man weiß ja nicht, wo ihr euer Loch haben wollt. Oder wie die Karte aufgebaut ist. Nö, ich kann das ein bisschen kürzer machen. So. Ein bisschen Kram aufräumen. So, jetzt nehme ich mir das und fädel da mal ein Brett durch. Und klappe den hinten auf. Mach's fest. Passt. Und das gleiche mache ich oben auch. Einmal den Brett immer durchziehen. Und umklappen. So, wenn jetzt unten die Karte fest wäre, also da das Ding fest wäre und man dreht das, dann schiebt sich die Karte nach oben. Ne, wenn man dann weiter dreht, dreht sich das auch wieder nach unten. So, das ist das ganze Geheimnis dahinter. Und ja, je weiter der nach außen ist, desto mehr kann ich ja hier drehen. Also ist quasi von da bis einmal nach oben gedreht, das ist der Abstand, den die Karte hochfährt. Ja, das muss man dann halt ein bisschen austarieren, wie man das haben möchte. Wie gesagt, ich habe die Maße jetzt wirklich, dass ich einen ganz normalen Kartenrolling benutzen kann, darauf ausgelegt. Und ja, wenn ihr eine schmalere Karte habt, eine höhere Karte, kann man auch alles machen. Ne? Das ist, wo jetzt, wie lang dieses Ding ist, wenn ihr eine schmale, hohe Karte habt, das ist ziemlich egal, das kann man ja verlängern. Aber der Hochschiebemechanismus, der ist wirklich vom Kreis abhängig. Ich hoffe, ihr versteht die Geometrie dahinter, ne? Mathematik. Für Bastler leicht erklärend.
Oh Mann. So, jetzt habe ich hier nämlich mein Brad und irgendwo habe ich hier noch meinen Kreis. Da habe ich meinen Kreis. Und damit die sich schön drehen lassen, habe ich hier so ein bisschen Abstandhalter, damit das nicht irgendwie so auf der Karte die ganze Zeit lang schabt. Und damit ich das Ganze auch irgendwo befestigen kann, habe ich hier noch den Kreis. Dann mache ich mir auch einfach nur ein Loch rein, lege das hier drauf und klappe das um. Deswegen auch der Abstandshalter mit Schlitz, damit ich den da wieder rausziehen kann. Ich könnte den auch drin lassen. Das ist jetzt auch ziemlich egal, ob ich den drin lasse oder nicht. Nur wenn man ihn wieder verwenden will, dann muss man ihn halt rausnehmen. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt drin, weil ich habe noch Moosgummi und zwei Karten davon reichen erstmal. So, ich klebe mir dann hier hinten mein Brett einmal fest. Ist, glaube ich, auch kein Muss. Und dann kommt da eine Runde Flüssigkleber drauf. Man kann das natürlich auch einmal durch die Hinterwand von der Karte stecken und von hinten dieses Peterpapier draufkleben. Und ich finde das so schöner. Ich will auf die Rückseite dann Text schreiben und aufkleben. So. Und dann muss ich das Ding hier versuchen, mittig drauf zu setzen. So. Drücke ich mir leicht nach unten, nehme ich mein Falzbein und presse das, den Kreis, den ich habe, fest. Wie gesagt, das könnt ihr auch als Viereck nehmen oder was ihr da so habt. Irgendwelche Reste. So. Und dann braucht man nur noch die Karte zusammenzukleben. Und der Mechanismus funktioniert. Ich kann das jetzt nicht, weil es hält hier nicht so fest. So, ich kann das nicht halten, glaube ich. Doch, geht. So. Ist natürlich jetzt doof, dass das Ding nicht ganz rausgeht. Und irgendwie ist das hier mit den Kanten, habe ich das immer noch nicht so raus. Naja. Ich hätte eine Flaschenpost. Ich bin gerade überlegen, ob ich das hier noch ein bisschen kürze, aber das sieht dann auch doof aus. Wie gesagt, ihr müsst halt wirklich gucken, wie hoch ihr das haben wollt. Wenn ich jetzt hier einen geraden Abschluss hätte, dann hätte ich das Ganze höher setzen können. Aber ich mag die Wolken. Naja, muss auch nicht alles komplett rausragen. So. Und ich glaube, ich muss das Ding rausnehmen. Das gefällt mir nicht. Nehme ich mir hier einfach meine Pinzette. Greife da einmal rein und ziehe das Ding raus. Deswegen habe ich hier einen Schlitz reingemacht. Und dann kann ich das hier noch ein Stück runterdrücken. So, zum Zusammenkleben nehme ich das einfach und ziehe mir hier so ein bisschen das Klebeband ab. Lass es aber noch dran. Also nicht komplett abziehen. Ich bin ja auch ein Held des Komplettabziehens. Und dann halte ich mir das hier an der Seite fest, dass das so passt. Dann klebe das hier einmal fest. Und dann kann ich mir das hier so halten und hier rausziehen und festdrücken. Da muss man nicht aufpassen, dass es hinten schon klebt und vorne noch nicht dran ist. So, man kann es auch ein bisschen knicken und festkleben und dann kann man es ja wieder hochstülpen. So. Dann drehen wir noch ein bisschen. Drehen, drehen. Aber jetzt wird es auch nicht schief, stelle ich fest. Also es hat wirklich was mit der Länge der Karte zu tun. Also wie lang man das hier hat. So, Flaschenpost. Man könnte jetzt mal lustig ist, hier noch so ein Post-it dran kleben, dass man das abfriemeln muss. Das ist eigentlich ganz cool, das muss man gar nicht nach hinten schreiben. Dü-dü-dü, oder man macht das hinten fest. Ja, ich habe lustige Ideen. Ja. Man kann jetzt hier unten noch einen Pfeil hinmachen, dass man weiß, okay, man muss es drehen. Nehme mir einfach hier einen Stift und mache hier einen Pfeil. Man könnte dann natürlich auch stempeln. Und wie rum man das dreht, ist egal. Nur, ich habe das meinen Mann testen lassen und der. Ich habe auf die andere Karte rechts und links einen Pfeil gemacht, dann hat er das so gedreht und dann so wieder zurückgedreht.
Er ist ja nicht doof, ne? Aber man kann das ja egal drehen, eigentlich so, wie man das möchte. Ja, coole Karte. Auch coole Karte. Und sowas kann man zum Beispiel mit diesem Hintergrundpapier machen. Und ich mag es total gerne. Ja, ihr Lieben, das war Anleitung, Überraschungsdrehkarte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.